Ohne Fleiß kein Preis, heißt im Volksmund. Der Volksmund soll die Guschen halten, heißt heute hier auf Playzocker Reviews. Denn ich begrüße euch ganz herzlich zum krönenden Abschluss meiner großen 2017 Retrospektive. Dem Teil, auf den sich einige von euch wahrscheinlich schon mit dem Controller in der Hand gefreut haben. Denn wir schauen uns auch dieses Jahr wieder an, bei welchen Spielen auf der PlayStation 4 bzw. PlayStation Vita ihr mit dem geringsten Aufwand, dem geringsten Einsatz und womöglich dem Druck eines einzigen Knopfes wiederholterweise euch eine Platin-Trophäe verdienen könnt. Und für alle, die sich jetzt denken, Platin-Trophäe, was ist das genau? Das ist quasi die krönende Auszeichnung eines jeden PlayStation-Zockers. Hast du es geschafft, ein Spiel tatsächlich zu 100% durchzuspielen, dann kommt das Glorious Bling und du hast etwas Tolles zum Herzeigen in deinem digitalen PlayStation-Profil. Und da gibt's Spiele, die fordern einen für eine solche Platin-Trophäe richtig heraus. Hunderte Stunden Spielzeit, nahezu unmögliche Herausforderungen oder eben das exakte Gegenteil. Und nachdem vergangenes Jahr meine Top 10 Liste mit den 10 einfachsten Platin Trophies 2016 zu den erfolgreichsten Videos des vergangenen Jahres gezählt hat, möchte ich das Ganze dieses Jahr noch etwas ausweiten. Denn 2017 war definitiv das Jahr der einfachen Platin Trophies. Man könnte fast meinen, dass einige Entwickler fast auf die Idee gekommen sind, das ist eine brauchbare Möglichkeit, um Kohle zu verdienen. Und wir wollen sie jetzt in einer vierteiligen Videoserie tatsächlich ehren, denn dieses Jahr präsentiere ich euch nicht die Top 10, nicht die Top 20, nicht die Top 30, sondern gleich die Top 40 der erfolgreichsten / einfachsten Platin-Trophy-Games des vergangenen Jahres, unterteilt, damit wir nicht durcheinander kommen, in eine kleine Playlist mit jeweils 10 Plätzen pro Video. Je nachdem, auf welchem Gerät ihr dieses Video jetzt anschaut, findet ihr dann die folgenden Teile entweder hier auf der Seite in der Playlist oder natürlich sowohl die Playlist als auch die jeweils einzelnen Teile unten direkt in der Videobeschreibung. Ich sage gleich dazu, entstanden ist die Liste mit einem besonderen Kniff dieses Jahr, weil es wirklich so viele Spiele waren, habe ich mir auf der Trophy-Tracking-Seite psnprofiles.com angesehen, wie viele Prozent an Spieler tatsächlich die Platin-Trophy erspielt haben und danach diese Liste aufgestellt. Das bedeutet, dass ich zwar einen großen Teil der hier genannten Spiele schon selber gespielt habe, aber noch nicht alle. Ihr werdet das in der kommenden Videoserie alleine dadurch erkennen, dass ich jedes Mal, wenn es zu einem Spiel bereits einen Videoguide hier auf meinem YouTube-Kanal gibt, entsprechendes Gameplay-Material einspiele, damit ihr euch ein besseres Bild von dem Spiel machen könnt. Sobald ihr kein Gameplay-Material seht, könnt ihr allerdings relativ sicher sein, dass dieses Spiel nicht nur auf eurer, sondern auch auf meiner Wunschliste steht und ich euch diesen Guide so bald wie möglich / sobald dieser Titel dann in einer entsprechenden Aktion im PSN vorhanden ist, nachreichen werde. In diesem Sinne würde es mich natürlich sehr freuen, wenn ihr bis zum Ende durchhaltet, denn glaubt mir, auch wenn es natürlich jetzt relativ einfach ist, in der Playlist auf den 10. Platz zu gehen und sich nur die Top 10 anzuschauen, ihr würdet definitiv etwas verpassen. Die Unterschiede vor allem zwischen den Plätzen 20 und 1 sind schwindend gering. Wir haben mehr oder weniger fast kein Spiel in dieser Liste, wo die Platin Trophy länger dauert als 10 Stunden, beziehungsweise teilweise welche, wo man sogar 5 bis 8 Spiele in dieser Zeit schaffen kann. In dem Sinne, ich wünsche euch wahnsinnig viel Spaß mit meiner persönlichen Top 40 der einfachsten Platin-Trophies des Jahres 2017. Würde mich natürlich über Likes, Shares, Abos und Kommentare freuen, welche Platin-Trophäen für euch die leichtesten sind, auf welche, die vielleicht überhaupt nicht leicht waren, ihr am meisten stolz seid und ob ihr mir vielleicht noch das ein oder andere Trophy-Game empfehlen wollt, beziehungsweise es ein Spiel gibt, zu dem ihr hier gerne auf dem Kanal einen Trophy-Guide sehen wollt. Und das Letzte, was ich hier bei den einleitenden Worten noch dazu sagen möchte, denkt dran, es wird im Laufe des Jahres 2018 regelmäßig hier einerseits Livestreams von der PlayStation 4 geben, es kommen Trophy-Guides,
Es kommen vor allem 100% Video-Walkthroughs, sodass ihr auch im kommenden Jahr de facto die ein oder andere Platin-Trophy mit mir gemeinsam holen könnt. Und in dem Sinne würde ich sagen, ohne weitere Verzögerungen starten wir rein. Das sind die persönlichen Top 40 der einfachsten Platin-Trophies 2017.